Lebensäuerspröschen. Wir sind zurück bei World of Warcraft Warlords of Draenor. Noch auf der Goblin-Insel und fahren weiter in unserem Hot Rod. Verschwendet nicht meine Zeit! Ja. Sammelt 6 Ersatzteile. Los, los! Kriegen wir auch noch hin. Und die Auto. Ach so, das geht sogar hier aus dem Hotpot raus. Das ist mir neu. Das war mir noch nicht geläufig, aber ne, man lernt nie aus. Trinkt Kaya Cola! So. Kaya Cola soll man trinken. Okay. Das Zeug sieht jetzt nicht so lecker aus, muss ich sagen. Ich trinke das dann mal nicht. Aber es scheint der Ursprung der grünen Farbe der Goblins zu sein. Ich fahre in die Wand rein, mal wieder. Irgendwie, fahren ist bei mir ganz schlimm. Immer. Ja. Ich fange an, Verursachung zu bereuen. So. Jetzt mal alle von der Tribüne runter. Da ist nämlich, reserviert. Achso, genau, und weil ich davor noch sagen wollte, wegen des Goblins, den ich jetzt genommen habe. Weil Goblins ja den 1% Tempo-Bonus haben, die 1% ist jetzt halt 1%. Das ist ja nicht viel, aber dennoch ist ja Tempo ganz weit oben gelistet beim Affliction Log. Ja. Oh, da hört man was Grünes. Oh, hallo! Todesschwinge! Todesschwinge. Ich finde ja diesen Drachen extrem cool. Ich habe auch ein bisschen geweint, muss ich sagen, als ich ihn töten musste. Schnell, schnell! Ja, können wir mehr Gold für, ne? Machen wir das mal. Macht euch schon Marker! Ich kann mit Sassi widersprechen, die ist ja oben. So. Weil Derbnis habe ich normalerweise auf E. Da kommt es auch direkt wieder hin. Und jetzt geht's ins Malora-Viertel. Ist alles so ein bisschen wie im Ruhrgebiet, ne? So, also ein bisschen. Hier rüber. Ach, hallo. Da ist ja auch praktisch dann noch, dass die Mitfahrer, sag ich mal, dann hier wenigstens auch noch mit draufhauen. Auch wenn eigentlich Verderbnis ausreichen müsste. Naja. Erste Bank von Kesan, ja. Herzlich willkommen. Wollte mal nicht mit dem Hot Rod rein, sonst überfahre ich hier immer alle, soweit es geht. Was erzählt man sich auf der Straße? Haltet die Ohren auf der Straße, ja. Da erzählt man sich vieles. Vieles erzählt man sich da. So, lass mal über Haie reden.
trinkt und, Kaya Cola. Darüber, ob man Intros machen sollte oder nicht. Los, los! Seid vorsichtig da draußen! So eine riesen Gruppe jetzt hier. Jetzt hätte ich auch schon, wenn ich das sehe, hätte ich auch schon wieder Bock, den Demon. Ja, nicht Hunter, wie heißt denn der? Im Englischen dann. Ja. Ist das einfach eine Demon-Lock dann? Ich weiß nicht, ob es da irgendeine Abkürzung für hier gibt. Findet ihr die besten Preise weit und breit. Hey. So mit 1000 Wichteln um einen herum dann da rumlaufen. Das wäre eigentlich sehr schön. Also ein bisschen zumindest. Oh, strahlende Klunker, komm her. Artikuliert euch vernünftig! Hey, fort mit euch! Wir artikulieren uns alle richtig. Oder vernünftig. Einsteigen bitte. Ach nee, ach, das ist ja meins hier. Das ist ja gar nicht das. Best Round. Dann dürfte jetzt ein bisschen rennen. Ich darf dann auch Leute überfahren? Was habt ihr eigentlich hier für einen Mist gemacht, ne? Ne, das geht also nur mit dem Passwort. Ja, ein bisschen töff, töff, töff. Offroad. Was ist das hier eigentlich für ein Backofen? Ist da Spanferkel drin? Ja, was ist das hier? Oder ist das ein Hochdruckgerät, wo Hühner drin sitzen und schneller Eier legen? So wie unsere Hühner in Minecraft, die extra weit unter der Erde verborgen sind. Oh, dreimal Verderbnis geübt. Haben wir das auch gleich. Sehr schön. Schnell, schnell! Schon. Dieser Job ist gar nicht so übel. Legt euch nicht mit Galinex an. Nicht meine Zeit. Feiernde unterhalten. So schön sehen wir jetzt aus hier. Krass. Jetzt müssen wir eigentlich hier mal eine Runde tanzen, ne? So. Ist doch geil. Na, reicht dann auch. Das reicht dann auch. Und hat sie hier. Das geht ja. Ist bestimmt Hunger, ne? Ja. Nun spuckt es aus. Verschwendet nicht meine Zeit. Und was hat sie hier? Ach, nicht auch hier. Ne, ach, hier tanzen. Nicht was an ihren Kindern. Hab ich euch nicht schon mal irgendwo gesehen? Aber er möchte was ins Gesicht. Insekt vielleicht, ja. Läuft auf jeden Fall. Wenn es die Sachen so gäbe, das wäre cool. Und dann so durch die Gegend rennen. Und dann Hellfire Zitadell, Mythic. Betriebsschutz, Zwangsvollstreckungen, Erpressung, haben wir alles im Programm. Den reicht es ja, glaube ich, wirklich gut, der Reihe nachzuzudrücken. Wir haben auch unseren Begleiter, der segelt das ja auch mit. Geht das ja mit der Taktik recht gut, einfach alles zudocken, stirbt schon, hält man sich nicht lange dran auf.
brauchst keine Angst zu haben, der Kutscher kennt ihn. Elternhaft man ihren Kindern oder so ähnlich. Bleibt stark. Galliwix, sagt der Schild oben, ne? Wer hat euch reingelassen? Ja, das ist eine gute Frage. Was wollt ihr? Wer das war. Aber ich sehe es halt so. Ach, ich bekomme hier einfach keinen Respekt. Was auch immer ihr braucht. Jetzt haben wir die Bank überfallen. Und was haben wir da noch? Genau, er möchte die Klumpen haben, ne? Unser Vorarbeiter. Feuchtlunte. Still, ja. Still! Ja. Seid vorsichtig da draußen! Das klingt eklig. So, hier, Schurkenlehrerin. Was? Bin ich schon diesmal kein Schurkenspieler, dann möchte ich wenigstens für dich Quests machen. Ach, hier ist auch noch eine. Nun, spuckt es aus. Bleib. Achso, stimmt. Die komischen Leute überfahren. Fangen wir erstmal hier vor Ort an. Gehen wir nach und nach durch. Die Kaya. Kaya mit Brocken, okay. Nicht Kaya Brocken, Kaya mit. Rebellischer Troll. Komm her, du. Dir will ich zeigen, rebellisch zu sein hier. Ja. Ist nix mit rebellisch sein. Das unterbinden wir. Das wäre noch schöner, wenn hier jeder machen dürfte, was er wollte. So weit kommt es noch. So, haben wir denn jetzt noch so einen Brocken, wo wir dann nicht so weit laufen müssen? Ach, nehmen wir einfach den hier vorne. Komm. Wirft das mal da hin. Ist da noch so ein Dutt auf dem Kopf. Den auch. Finde ich äußerst praktisch mit den Dots. Wer bist du denn? Ach, du bist Schamanin, ja. Schamanen spiele ich ja mittlerweile auch äußerst gerne, muss ich sagen. Sehr, sehr gern. Man hat ja zwischendurch sogar mein einer Schamane meinen Hexer etwas abgelöst gehabt. Nee, den möchte ich nicht. Ich möchte gerne hier den Hot Rod. Den brauchen wir hier zum Überfahren. Ein bisschen Offroad. Ich weiß ja nicht, wie gut das ist, aber ja, nicht schön, doch sehr gesund. Jetzt hat ja jemand schon weggeputzt, oder wie ist das? Ich sehe ja keinen mehr. Muss doch jetzt nicht weiter als nötig dafür fahren, oder? Hier, guck, da ist er. Geht doch. Ein schönes Rohr, also. Ja. Mal gucken, was ich jetzt vorhatte. Vielleicht letztens auf dem anderen Server schon mal ein bisschen ausprobiert. Das macht ja mit dem Affliction Lock schon echt richtig Spaß, ne? PvP. Also wirklich mal ein bisschen mehr. Sobald ich von dieser Insel runter bin, direkt in den BG. Oh.
Vielleicht auch mal, dass man ein bisschen PvP-Equip diesmal zusammenkriegt. Ja. Und dann fahren wir jetzt zur Bank. Noch recht umgestanden, die wir fahren können. Na egal. So. Aussteigen. Und dann sehen wir uns auch schon in der nächsten Folge erst wieder, weil wir haben schon wieder 16 Minuten rum. Ja. Macht's gut. Wir sehen uns.